Wie nutzt du deine Zeit? Was du tust und womit du deine Zeit verbringst, zeigt dir, wer du heute bist. Und wenn ich mir anschaue, womit und wie du deine Zeit verbringst, kann ich dir genau sagen, wie erfolgreich du werden wirst, wie groß dein Wille, deine Hartnäckigkeit und deine Ausdauer sind. Wie lange arbeitest du täglich an dir selbst? Wie viele Stunden arbeitest du jeden Tag für deinen Traum? Wie viele Bücher hast du im letzten Monat gelesen? Welches neue Wissen hast du dir im letzten Jahr angeeignet? Wie viele neue Fähigkeiten hast du in den letzten 12 Monaten gelernt? Wie viel hast du im letzten Jahr in dich selbst investiert? Die meisten Menschen gehen nach dem Feierabend nach Hause und sitzen nur auf der Couch. Sitzen da, lassen sich berieseln, sitzen da, um ins Bett zu gehen, sitzen da, um morgen früh genauso weiterzumachen wie die letzten 10 Jahre. Sie haben keine Energie, sie sind emotional tot. Egal wo du heute stehst, du musst bereit sein, 100% für deinen Traum zu geben. Keine Party mehr, kein Saufen mehr, kein faules in den Tag leben mehr. Und selbst wenn du einen 1,0 Schulabschluss gemacht hast, musst du dir trotzdem den Arsch aufreißen, weil Erfolg wird jeden Tag neu gemacht. Das ganze Leben ist eine Schule. Du hast jeden Tag die Chance, besser in deinem Leben zu werden, mehr zu erreichen, eine höhere Lebensqualität zu haben. Du bist wie ein wertvoller Diamant. Doch du musst dich selbst abschleifen, dich entwickeln, damit man dieses Wertvolle auch erkennt, weil sonst bist du ein Rohdiamant, der dreckig ist. Und du willst jeden Tag deine Energie nutzen, deinen Diamanten so schön wie irgendwie möglich zu machen. Alle erfolgreichen Menschen haben genau wie du die gleiche Zeit jeden Tag gehabt. Und was haben sie anders gemacht? Sie haben jeden Tag nach der Arbeit zum Beispiel ihre Zeit in etwas investiert, das sie interessiert hat. Ihre Zeit in etwas investiert, was sie in Zukunft machen wollten, wofür sie gebrannt haben, was sie unbedingt wollten. Sie haben in sich und ihre Zukunft investiert. Wir sind heute so beschäftigt, wir haben so viel zu tun. Wir glauben, wir wären effektiv. Doch das ist die größte Lüge. Frag dich, bist du wirklich effektiv beim Verfolgen deiner Ziele? Oder ist dein Tag voll mit lauter Kleinigkeiten, die dich in Wirklichkeit abhalten, deine Träume zu leben und zu erreichen? Wie viele Termine, wie viel Handykonsum, wie viel Social Media halten dich in Wirklichkeit nur auf, effektiv an deinen Träumen zu arbeiten? Weil du brauchst Zeit. Du brauchst Ruhe, um kreativ zu sein. Du bist kreativ geboren, doch Kreativität kann man nur im erholten Zustand ausleben. Wenn du Zeit hättest, wärst du kreativ. Und das Wichtigste im Leben ist deswegen deine Zeit. Und ich frage dich nochmal, wie nutzt du deine Zeit? Was machst du heute, um besser zu werden? Wie wirst du jetzt in diesem Moment erfolgreicher? Geh deinen Weg. Lass dich nicht aufhalten. Jedes Nein bringt dich näher an ein Ja. Jeder Rückschlag bringt dich näher an einen Erfolg. Keiner kann dich stoppen.